Hallo zusammen. Ja, ich bin wohlbehalten von der Kreuzfahrt zurück, wie ihr seht, bin aber immer noch irgendwie so ein bisschen im Urlaubsmodus, beziehungsweise vermisst das alles schon bei dem grauen Wetter draußen. Ja, und da habe ich dann jetzt gedacht, ich nutze diese Gelegenheit mal ein Buch, was ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, zu lesen, um mir dabei ein bisschen das Kreuzfahrt-Feeling wieder zurückzuholen. Und zwar habe ich von meiner lieben Freundin Grit zu Weihnachten geschenkt bekommen, das Buch Besser als Busfahren, Renate Bergmann. Ja, und was verbirgt sich hinter Renate Bergmann? Eigentlich ist das ein Pseudonym, denn das Buch ist geschrieben von einem Herrn. Und Renate Bergmann ist eine fiktive Person, eine Omi, die über 80 ist, aber ja, noch sehr mobil und sich auch den neuen Lebensformen und den modernen Sachen stellt. Es gibt wohl aus der Reihe mehrere Bücher, unter anderem auch noch eins, da geht die Omi quasi online. Da wird dann so ihre Erfahrung mit dem Internet geschildert. Ich habe von der schon viel gehört, muss ich sagen. Also das erste Buch von ihm ging wohl auch ziemlich durch die Decke, habe ich gelesen. Aber ich habe bisher einfach noch nicht irgendwie das Buch gekauft. Ich hatte das schon immer mal vor, weil ich gesehen habe, ah, das gibt es auch mit Kreuzfahrt. Aber wie es so ist, man kommt drüber weg. Ja, jetzt habe ich es geschenkt bekommen, ich habe es gelesen und wollte einfach mal so ein bisschen erzählen, ob ich denke, dass das was für jemanden ist, der Kreuzfahrt begeistert ist oder eher auch nicht und wie es überhaupt so ist. Ja, wie gesagt, die Oma geht auf Kreuzfahrt mit ihrer Freundin zusammen und genau das erzählt sie. Das Buch ist auch quasi in der Ich-Form geschrieben, das heißt, Renate Bergmann erzählt. Und es ist eben so, dass dieses Buch so locker und lustig rüberkommt, was vermutlich an der Sprache liegt, wie es geschrieben ist. Ihr werdet schnell merken, wenn ihr das Buch lest, dass da Wörter falsch geschrieben sind, dass das wirklich so eine Art Erzählsprache ist. Das ist aber alles ja ganz bewusst geschrieben oder gemacht. Die Wörter, die falsch geschrieben sind, das ist dann einfach so geschrieben, wie es gesprochen wird. Oder noch anders gesagt, wie es die Oma wohl sprechen würde. Beispiel, wenn sie über Parfüm spricht, steht da Parfum. Ich kenne das noch von Eltern, die sagen wirklich so dieses Parfum. Und so ist es dann auch wirklich geschrieben mit ÖNG am Ende. Und so die ersten Seiten sind etwas gewöhnungsbedürftig, dass man da so ein bisschen das checkt, wie es überhaupt gemeint ist oder wie das geschrieben ist. Aber wenn man einmal drin ist, liest man das automatisch so. Und ich persönlich habe dann auch diese Stimme von der Oma im Ohr, habe da so eine richtige Vorstellung von bekommen. Und ich finde, er stellt sie unheimlich lebhaft dar. Es ist wirklich so, als würde Renate Bergmann hier bei mir am Tisch sitzen und mir ihre Kreuzfahrt erzählen oder ihre Erlebnisse von der Kreuzfahrt. Und das finde ich herrlich erfrischend, weil das eben auch richtig so in dieser Erzählsprache gemacht ist und so ein bisschen das Ganze auch locker rüberbringt. Was man natürlich sagen muss, die Kreuzfahrtbranche oder eine Kreuzfahrt wird dann natürlich auch so ein bisschen aufs Korn genommen, beziehungsweise in lustiger Form findet man da auch vieles wieder, was einem als passionierter Kreuzfahrer wirklich auch öfter mal so entgegenkommt an Kritikpunkten, an Argumenten, was auch immer. Aber es ist da total lustig gemacht, sodass auch ich als absolut begeisterte Kreuzfahrerin, die das auch immer verteidigt, auch vor den ganzen Umweltaktivisten und so weiter, dass ich trotzdem drüber schmunzeln kann, weil es einfach herrlich geschrieben ist. Ein kleiner Kritikpunkt ist, dass in dem Buch öfter mal so eine Art Zeitsprung gemacht wird, beziehungsweise Renate Bergmann hüpft dann quasi in irgendwelche Storys, die Vergangenheit sind, die sie irgendwo erlebt hat, kommt dann so ein bisschen von Höckskin auf Stöckskin und das Problem dabei ist einfach, dass dadurch viel Platz im Buch verloren geht, für wo viel mehr hätte über diese Kreuzfahrt drinstehen können. An sich ist es nicht schlimm, weil auch das ist immer ganz lustig geschrieben und man merkt auch, wo dieser Zusammenhang am Ende ist. Aber ich finde es halt ein bisschen schade, weil dadurch ist eben, wie gesagt, einiges an Platz weg, wo ich gerne noch ein bisschen mehr über ihre Erlebnisse an Bord und über die Kreuzfahrt an sich gelesen hätte. Aber das ist wirklich nur ein kleiner Kritikpunkt, weil es trotzdem locker flockig ist und irgendwie lustig. Ja, und wenn ihr jetzt sagt, ich möchte das auch mal lesen, weil ich gehe auch gerne auf Kreuzfahrten und möchte mir damit vielleicht auch die Zeit bis zum nächsten vertreiben, einfach mal locker, kann ich persönlich sagen, ich könnte es euch empfehlen. Natürlich ist es auch eine Art Geschmackssache. Vielleicht kommt jetzt gleich einer und schreibt drunter, warte, ich habe das auch gelesen, das ist doch voll der Müll, so kann man doch kein Buch schreiben. Ja, kann man vielleicht auch sagen, aber ich so für mich persönlich würde sagen, lest es einfach mal.
es wird euch Spaß bringen in der Regel. Und wenn es halt dann doch nicht ist, mein Gott, die Taschenbücher sind so teuer jetzt auch nicht. Oder ihr lasst es euch auch mal schenken. Ja, ich habe übrigens noch mehrere Bücher von Kreuzfahrten oder über Kreuzfahrten bekommen und habe auch schon vorher mal welche gelesen. Ich denke, dass das noch mal, dass ich es noch mal öfter dann machen werde, dass ich einfach so sage, was habe ich gelesen und wie fand ich es. Ja, und ansonsten, wenn ihr selber auch Bücher gelesen habt zu dem Thema und noch was empfehlen könnt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil ich bin immer auf der Suche nach neuen Ideen, weil ich gerne zwischendurch eben auch über das Thema lese. Es ist mir dabei auch ziemlich egal, ob das Sachbücher sind, also wirklich eine Art Ratgeber oder was auch immer, oder Erfahrungsberichte über Destinationen oder was auch immer, oder ob es eben so lustige Sachen sind, Romanformen, was auch immer. Also gerne her damit. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen tollen Tag und wir hören uns dann im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!